Ey, guck mal, wenn ich dir weh tue, ich kann nichts dafür, ne? Damit, wegen deinem Trainer und so, ne? Jo, was geht ab, Mente? Ich hoffe, euch allen geht's gut auf jeden Fall. Leute, heute gibt's mal wieder ein Vlog in meinem Leben. Wir sind aktuell gerade. Ja, Leute, absolut krass. Heute soll es einfach 27 Grad werden. Nice. Ich bin heute mit meinem Squad. Geht. Etemovic. Unglaublich. Leo. Lange Tage. Läuft gut, oder? Also entspannt. Ja, Mann. Auf jeden Fall, wir haben. Gestern haben wir mit Matt was gedreht. Drei Videos, Leute. Papier? Captain. Schnick, Schnack, Schnuck. Aber Schere, Stein, Papier nur, ne? Ja. Okay. Schere, Stein, Papier. Okay. Ich kann entscheiden. Ey, guck mal, wenn ich dir weh tue, ich kann nichts dafür, ne? Damit, wegen deinem Trainer und so, ne? Du bist nur U19 Profi. Ich kann nichts dafür, wenn ich ihn jetzt verletze, Digga. Alle Leo! Ich hab doch gesagt. Wie viele Tore hat Ronaldinho für Brasilien geschossen? Oh. Warte mal. Oh, auch diese Federation Cup? Ja, 170. Ich hab gesagt 75. 70 Spiele hat er nicht mal gemacht. Scheiß auf Tore, hat keine 170 Spiele gemacht, ja? Komm. Wenn du aber kriegst, Digga. Ich bin eh damit, dass ich nicht will. Wir gucken uns gerade die Bilder an. Dann guck mal her. Leo einfach komplett am Abkacken. Zett auch und ich am Herd komplett erst. Was war eigentlich los mit dir? Der Zett, ey, ich konnte nicht ernst nehmen. Irgendwie hättest du mich so angeguckt, ich schwöre. Ich konnte nicht ernst bleiben. Man ist so mit Kollegen, ne? Man ist so mit Kollegen, man macht face to face, man muss einfach lachen. Ne? Ja. Ja, wir fahren jetzt auf jeden Fall zum Bäcker schnell. Der Bruder hier will, was willst du? Mercimek, Linsensuppe. Mercimek. Türkische Linsensuppe, kennt jeder, Mercimek. Ich will schon feiern, Bruder, aber nicht um 10 Uhr. Fragt man die Leute. Aber man isst das morgens, du kannst um 6 Uhr, 7 Uhr morgens essen. So. Echt? Ja, das ist geil. Ja, okay. Wieder was Neues gelernt, Leute. Ich würde sagen, gehen jetzt und sehen uns gleich. Peace. Wir müssen ein bisschen Tetris spielen. Wer ist auch so? Schreibt mal jetzt in die Kommentare. Mit Sonne, das Leben bockt einfach viel mehr. Im Winter immer diese Depression, ja? Ohne Witz. Hier behind the scenes. Was geht ab? Was sagst du bis jetzt im Tag? Läuft gut. Guck mal, Kids sind da, alle da. Geiler Tag. Die haben mir ein heftiges Skill gezeigt. Ja? Nice. Was geht? Ist das hier Vlog oder ist das einfach so? That's a Vlog, bro. Ernsthaft? Hast du einen Vlog jetzt über die ganze Zeit gemacht? So ein bisschen, einfach. Ich mache immer, ich cut alles zusammen. Okay, entspannt. Okay, coole hast du Jungs. Was zu sagen? Die Leute da draußen. Liebe Grüße, bleibt stark, Leute, bleibt gesund. Passt auf euch auf. Coole Dudes. Wir sind in Düsseldorf, sprich Mönchengladbach. Guck, wer da ist. Junior! Yeah, what's up, man? Director! Leute, ich hab grad frische Schuhe bekommen von dem Cubanito. Seht ihr das hier? Auch Stramität, was Leute, ein Ehrenmann. Ich dachte, Leute, ich muss ihm den geben, weil ich hab so viele Fußballschuhe. Shee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 e
Ciao. Ich hol da rein und vor, ob immer das nicht. Hey, du musst rein sliden. The next day. So Leute, wir wollten gerade eine Spritztour machen, aber ging komplett schief. Ging einfach komplett schief. Aber der geht einfach nicht mehr an. Sehr, sehr wild, Digga. Geil! Super geil! Nice! Geil! Geil, Junge! Vom I8 in VW Polo! Ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn wir den The next day. Vom I8 in VW. Mittlerweile ist aber das Problem gefunden worden. Sprich, sag mal, du weißt es besser. Ich glaube, der Riemen war kaputt, ne? Genau. Okay, also der ist wieder geflickt. Der ist auf jeden Fall jetzt wieder auf den Straßen. Und Leute, nicht auf den Straßen. Hier zu Hause könnt ihr sehen im Hintergrund. Ich habe Post bekommen von Sony. Die meinten, ey Kuba, check mal den neuen Bravia XR 4K OLED TV A90J. Langer Name. Check das Ding mal aus. Und wie es der Name schon sagt, es soll Fußballspiele optimalst und realistisch zeigen mit den neuen Technologien. Zum Beispiel eben OLED-TV-Technologie, was das Fußballspiel noch realistischer und ja, in 4K-Qualität zeigen soll. Leute, das werden wir auf jeden Fall gleich testen. Vorher möchte ich euch aber noch kurz ein paar Features zeigen. Ja Leute, Google TV natürlich am Start, Netflix, ihr wisst Bescheid, falls ihr mal das ein oder andere Netflix- und Chill-Date machen wollt. Ist natürlich hier auch am Start. Prime Video, Apple TV, YouTube, Disney Plus, Sky für Fußballspiele, Filme, ihr wisst Bescheid. Und natürlich hier, Leute, wichtiges Feature auch noch, Sony Select. Hier kann man die ganzen zusätzlichen Apps noch installieren, wie zum Beispiel ja hier Spotify oder hier The Zone. Und das werden wir jetzt auch machen und werden den Sony Bravia XR 4K OLED TV jetzt ein bisschen genauer in die Lupe nehmen, indem wir auf entspannt die spanische Meisterschaft anschauen, denn es ist sehr, sehr knapp. Wenn Atletico gewinnt, dann werden sie Meister und ja, Real hat aktuell 82 Punkte, Atletico 84, letzter Spieltag. Es wird eng, ich drücke auf jeden Fall die Daumen für Atletico, ihr wisst, ich bin Barca-Fan. Leute, ich rede schon wieder viel zu viel, ich würde sagen, wir gucken jetzt La Liga und testen den neuen Sony Bravia XR 4K OLED TV. So, was sind wir? Gucken wir jetzt Konferenz oder schauen wir? Nee. Wir sind auf dem Spiel drauf. Okay, also. Ah, Valladolid spielt. Valladolid gegen Atletico. Da war ich auch im Stadion, Leute. Oh, look. Oh, komm dran, komm dran. Oh, was? Einfach 1-0 für Valladolid. So Leute, mit am Start wieder Samuel. Was geht, Leute? Ich sag Atletico wird noch Meister. Sagst du? Ja. Aber Bro, 1-0 jetzt Valladolid, ne? Ja, ist egal, Real muss auch gewinnen. Ja, also der Druck ist auf jeden Fall hoch, Leute. Und wir kriegen dann unseres Feedback zum neuen Sony TV. Auf jeden Fall. Und unser Feedback. Unser Feedback zum neuen Sony TV. Wisst Bescheid. Bis gleich. Ich würde sagen, ja, ich und Samu hatten es ja eigentlich schon angesagt gehabt, dass wir denken, dass Atletico Madrid das Ding macht. Sie haben auf jeden Fall den Meistertitel geholt. Leute, zum Zeitpunkt, wenn das Video online ist, wisst ihr es ja schon bereits. Aber aktuell ist es so, Leute, ich mag es denen auf jeden Fall gönnen. Super Saison gemacht. Als Barca-Fan muss man das neidlos eingestehen. Und Leute, was ich jetzt auch neidlos eingestellen muss, Leute, der TV wirklich, ich mache das nicht nur, weil es ein Placement ist. Leute, ich sage euch ehrlich, der Sony 4K OLED TV Bravia XR, Leute, zu wild. Bildqualität top, die ganzen Apps, Leute, simpel, einfach zu bedienen. Auch der Sound, Soundqualität top, optimal auch jetzt für die M, für Fußballspiele. Und ja, Leute, also wenn ihr Bock habt, auch den TV zu holen, ist unten verlinkt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Noch einmal.